Tunahan und Damon sind jetzt schon seit 2 Monaten ein Baloo und Du Gespann. 3 Stunden pro Woche treffen sie sich, um miteinander Zeit zu verbringen. Insgesamt 15 solcher Mentorentandems gibt es momentan in Frankfurt. Ziel ist das Projekt, dass Kinder Bildungsanregungen bekommen und durch informelles Lernen ihre Basis- und Alltagskompetenzen entwickeln, dass sie ihre individuellen Begabungen gefördert werden, und Basis- und Alltagskompetenzen betreffen auch das soziale Lernen, zum Beispiel wie man sich fremden Erwachsenen gegenüber verhält, aber auch solche Geschichten wie gemeinsam schwimmen lernen oder Fahrkartenautomaten bedienen oder so könnten auch Basis- und Alltagskompetenzen umfassen. Ein Jahr lang wird der 29-jährige Pädagogikstudent dem 10-jährigen Tunahan mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ausschlaggebend für die Bildung so eines Tandems ist vor allem gegenseitige Sympathie. Natürlich musste man sich zu Beginn erstmal beschnuppern. Doch nach rund 8 Wochen ist die erste Schüchternheit schon verflogen. Also wir verstehen uns sehr gut, ja, und wir haben auch die gleichen Ideen und zum Beispiel ich sage, gehen wir zum Strudelpeter-Museum, dann sagt er ja. Und er sagt, gehen wir zum Seckberg-Museum, dann sag ich ja. Und ja, wir haben eigentlich die gleichen Ideen und so. Neben kulturellen Ausflügen teilen die beiden auch noch weitere Interessen miteinander. Meistens spielen verschiedene Sachen, also Fußball oder Tischtennis, Tischfußball. Also ich frage Tunahan immer, worauf er Lust hat. Und kann sich dann entscheiden. Und ich bin auch recht flexibel in dieser Hinsicht. Tunahan wurde von seiner Lehrerin für das Projekt vorgeschlagen. Es gibt zwar keine definierten Auswahlkriterien für die Teilnehmer, doch Lehrkräfte sollten vor allem Kinder auswählen, die von der Förderung durch einen Mentor besonders profitieren würden. Die Idee dahinter, brachliegende Fähigkeiten sollen aktiviert werden. Wir sehen die Kinder immer in der Gruppe, und in der Schule werden die Kinder auch immer in einer großen Gruppe gesehen und erlebt. Und die Baloos erleben die Kinder in einem ganz anderen Rahmen, wo das Kind wirklich auch aus sich heraus und auch nicht in einer Gruppensituation, sondern in einer Einzelsituation vieles von sich wiedergeben und auch den Mut haben zu zeigen, was wir im Stipendiumprogramm oder auch die Lehrer in der Schule, dieser Klassengemeinschaft nicht immer erkennen können. Doch nicht nur die Kleinen profitieren von den Großen. Die teilnehmenden Studenten aus dem Fachbereich Erziehungswissenschaften lernen auch dazu. Die Mentoren nehmen ein Jahr lang verbindlich an einem wissenschaftlichen Begleitseminar teil und sammeln theoretisch und praktisch neue Kompetenzen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten also.